So, da sind wir wieder. Und zwar müssen wir jetzt in die Richtung die Straße bauen. Und damit ich ein bisschen mehr mit dem Straßenbauen einfach machen kann, müssen wir erstmal die ganzen Pflanzen hier wegbekommen. Und das machen wir einfach mal ein bisschen mit Stil. Wo bin ich gerade? Ich bin gerade bei 3, bei 4. Immer mal bis hier hinten, so bis hier, hier ist gut. So, das sind zwei. Und in diesem Bereich ersetzen wir alles. Place dirt mit R. Müssen wir mal gucken, wie heißt das ganze Gras? Das ist einfach Gras 3. Gras 3 mit R. Warum funktioniert meine FC-Taste nicht? FC wollte normalerweise immer das Menü aufrufen. Was ist denn? Controls. Konsole ist F11? Wieso ist Konsole F11? Aber F11 funktioniert auch nicht. Controls. F10. Warum funktioniert die Konsole nicht? Wieso kann ich die Konsole nicht aufrufen? Achso, ich muss. Save. Ah, so, wenn ich jetzt wieder zurück ändere auf F11, der nimmt die F11-Taste nicht an. F12 nimmt er an. Aber er nimmt die F11-Taste nicht an. Ja, bleib ich bei F10. So, jetzt so. Gras 2 wollen wir auch, Gras 1 wollen wir auch, gibt es Gras 4? Gibt es auch, 5 gibt es garantiert auch. 6, ich glaube, es gibt es 8, ne? Ah ne, okay, geht nur bis 5. So, dann brauchen wir, was gibt es noch? Das Zeug hier, Bush Leaves. Bush Leaves. Dann einfach nur. Leaves, dann bist du Be Blueberry Bush Leaves with Blueberries. Nee, mit Berries. Das ist ja geiler Name. Blueberry, wird mit E geschrieben. Berry Bush Leaves with, was? Bush, Blueberry Bush Leaves with Berries. Berries. Ungefähr so. Dann gibt es noch diese komischen Sachen hier. Was auch immer das ist. Bush Branches. Ist das auch wieder mehrere? Bush Branches. Wobei ich sage, kann ich auch Open Hand machen. Ist jetzt nicht mehr so viel. Okay. Hauptsache das ganze Gras haben wir weg, weil das Gras ist das meiste. So, und jetzt habe ich nämlich eine Idee. Oh, komm, hier unten kann ich machen. Egal. Jetzt würde ich nämlich gerne sagen, wir nehmen einfach mal hier dieses Slice of Life bis hier so. Bam. Kopieren das. Und jetzt nehmen wir uns mal doch wieder den Brush zur Hand. Inventar ist wieder ganz schön voll. Was ich geil finde, guck mal, du musst halt immer hier da rein. Und deswegen finde ich diese Trash-Dinger so geil. Weil, wenn du nämlich so ein Ding hast, dann kannst du einfach hier mit Shift reinklicken. Voilà, geht viel einfacher. Dann kannst du dein Inventar super schnell aufräumen. Danke. So. Und jetzt müssen wir wieder sagen, bei dem Brush. Ich muss ja erstmal den Brush auswählen, ne? Wo ist der Brush? Da. So.
Die Frage ist, wie hoch möchte ich hier gehen? Also das hier ist nur eine kleine Insel, die überspringen wir am dümmsten mal. Würde ich also sagen, wir gehen einfach bis auf diese Höhe hier. Das ist genau, dann geht es hier nämlich noch ein bisschen weiter hoch. Wobei ich das dann auch überspringen würde. Ich würde dann einfach wieder eine Schneise reinschneiden. Aber bis auf die Höhe würde ich schon gehen. Was heißt, auf der Höhe bleiben wir jetzt. Gucken mal, dass wir in der Flucht sind. Ich erkenne die Flucht nur gar nicht. Aber wir müssen bei minus 4 sein, genau. Und jetzt können wir hier. Voilà. Das war. So. Nein, das da. Perfekt. So, guckst du nochmal dahin, damit wir dich nochmal so machen können. Easy. So, jetzt brauchen wir Schrägen. Viele schöne Pflanzen. Easy. Das sieht doch gut aus. Ich würde gerne hier direkt nochmal ein bisschen Vorbereitung machen. Da müssten das jetzt wieder 7 Felder sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist gut. Wobei ich sehe gerade, wir brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Machen wir hier noch feiern? Ungefähr so. Gut. Jetzt brauchen wir eine Schräge. Die können wir direkt hier hinbauen. Das heißt, die hier kommen nochmal weg. So. Schrägen. Das haben wir gar nicht mehr. Wir haben ja. Dann brauchen wir Teerschrägen, haben wir Compressed Cobble. Nee, du bist was anderes. So. Und dann können wir auch gleich mal gucken wegen Sandstone. Aber auch noch die andere Schräge. So. Jetzt brauchen wir erstmal dich. Und dich. Dich. Und dich. Du noch da. Was? Verdammt. Oh, das war jetzt zu viel. So und so. Perfekt. So, das können wir jetzt wieder kopieren. 1, da ist Plus, perfekt. Und 2,
safe. So, mal gucken. Hier gehen wir nach da. Hier gehen wir auch nach da. Hier gehen wir nach da. Hier gehen wir auch nach da und machen hier ein bisschen Kleinholz weg. So. Hier gehen wir nach da. Hier gehen wir auch nach da. Oh, so eine Blume. So, hier gehen wir nach da. Da. Gibt das Ding weg. So. Okay, okay. Machen wir mal jetzt einen schrägen. Und jetzt können wir die ganzen weißen Linien. So, brauche ich eigentlich gar nicht. Die brauchen später dann die beide hier. So, wir kopieren einfach das hier und jetzt wieder 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, boah. Meine Stimme versagt. Aua. So. 1, 2, 3. Perfekt. So. Und jetzt immer wieder hier das Ding. Und klatsche dich nach da, dich nach da. Kopieren wir erstmal dich. Das geht so viel einfacher. Tada! Easy. Prüfen wir, ob alles einheitlich ist. Sieht aber alles gut aus. Ja. Perfekt. So, 1, 2, 3, 4, ja. Und jetzt haben wir hier oben wieder ein 7er-Feld, das heißt, das können wir einfach kopieren. Also stacken. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Wir kopieren jetzt nicht mehr, also wir stacken jetzt nicht mehr in die Richtung, sondern in diese Richtung. Das heißt, achso, die 2 muss noch ein bisschen höher, damit er auch die Luft mit kopiert. Also mit stackt. Jetzt müssen wir also die Richtung, also müssen wir jetzt minus Z machen. Stack und zwar minus 3 für den Anfang. So, das sieht doch schon mal herzlich liebst aus. Oh, Kamera, danke. Ich mach mal minus 7. Machen wir mal minus 13. Dann können wir gleich, machen wir gleich weiter. Ist ja genau auf der Höhe hier. Also wirklich nur auf der Höhe. Ist das hier alles die gleiche Höhe, sag mal? Das wäre ja Herz oder liebst. So, jetzt war genau auf der Höhe, genau. Ja, das ist wirklich bis hier hinten alles die gleiche Höhe. Lol. Na dann. Machen wir gleich mal 20. 25. Ja, so ist in Ordnung. So, können wir das erstmal lassen. Oh, da war wohl ein Fireflame mit in der Leck mir am Arsch.
Gut, gut, so brauchen wir wenigstens keine Laternen mehr. Lol. Gib mal kurz die Dirt her. Firefly. So. Besser. Gut. Wie wir das hier schön machen, müssen wir dann mal gucken. Hier, das können wir einfach abtragen. Ist natürlich Stein drunter. Können wir noch ersetzen. Replacement Tool kopieren, einfügen. Genau, bei dem Replacement Tool. Das ist nämlich, glaube ich, so, wenn ich jetzt hier auf das Objekt draufklicke. Achso, macht er gar nichts. Okay. Dachte, dass er denn da den falschen Blocker setzt. Wo war denn das? Ich weiß, irgendwo hatte ich das Problem, dass wenn man da auf ein Entity drauf gezielt hat, dass er dann das Entity als Position genommen hat. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo das war. Damit ist die Straße dann soweit erstmal fertig. Hier müssen wir noch ein bisschen Kies machen. Nein! Leck mich doch am Arsch. So. Perfekt. Und damit ist die Straße tatsächlich fertig. Zumindest soweit, wie wir es jetzt erstmal brauchen. Da hinten können wir dann irgendwann mal, also ich als Admin, mache ich dann irgendwann mal weiter, wenn da hinten irgendwas mal Neues kommt. Ich weiß gar nicht, bis wohin ist eigentlich die Area. Genau, hier wird's spaßig. Hier ist keine Ahnung, was das hier ist. Bin auch am Überlegen, ob ich hier irgendwas Besonderes hinbaue. Weiß nicht, so ein, also dass die Straße nicht wirklich einfach aus Glas ist. Irgendwas Besonderes. Aber muss ich mir noch überlegen. Aber wie gesagt, das ist erstmal Zukunftsmusik. Oder die Straße endet einfach genau da. Ja, du fährst mit einem Auto mit 300 Sachen und dann Explosion, alles tot. Ja, genau, die Area geht nämlich auch nur bis hier hinten. Ich glaube, das Loch ist noch, genau, das Loch ist noch gerade so drinne. Und hier hört die Area auf. Weiter geht's nicht. Das heißt, müssen wir sowieso gucken, also muss ich gucken, ob denn halt irgendwann mal noch was kommt. Ob sich da irgendwelche Spieler ansiedeln. Und dann, ne, da können wir die Straße immer noch weiterbauen. Jetzt erstmal reicht das auf jeden Fall aus. Das ist doch ganz geil. Dann schicke ich Toadie gleich mal eine Nachricht mit unserem nagelneuen Mail-System. Ich könnte auch einfach auf Discord schreiben, aber das Mail-System ist so schön. Achso, ich sehe, hier müssen wir noch Brücke bauen. Haben wir jetzt überall die Brücken drin? Hier haben wir keine. Achso, doch, hier müssen wir hier. Hier fülle ich einfach erstmal nur auf. Ganz ehrlich. Hier eine Brücke zu bauen macht überhaupt keinen Sinn. Hier wird einfach nur aufgefüllt. Ungefähr so. Gut. Das heißt, hier haben wir keine Brücken. Das hier füllt eine Brücke. Ich glaube, das müsste noch sein. Mehr Brücken haben wir nicht. Genau, das ist einfach nur, da haben wir nur reingebaut. Ja, okay. Das heißt, wir brauchen hier noch eine Brücke.
Das heißt, wir brauchen wieder Konkret. So. Konkret heißt das? Ah, ne, wir brauchen Zement. Zement. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. So, du kommst direkt mal weg hier. Nein. Ach ja. So, genau, hier gibt es noch eins. Hier müssen wir noch eins reingehen. Das heißt, wir müssen so gucken. Wir fangen am besten einfach von der Seite an. Hier ist auch nicht gerade. Das ist alles Kacke hier. Aber jetzt was kommen. Ich baue hier einfach ab. So. Hier auch. So, easy. Ich mach's mal einfach ein bisschen einfacher. Was glaube ich? Die Frage ist, hier haben wir gar keine Möglichkeit für Stelzen, ne? Gut, die Brücke ist aber relativ kurz. Brauchen wir nicht. Ich kann es vielleicht designtechnisch so machen, dass es ein bisschen dicker ist einfach. Dass ich hier quasi, ne, dass die Brücke hier insgesamt einfach dicker ist. Ach so, Zement. Gab es diese 25, diese 22er Schrägen auch als Ecken? Weil die bräuchten wir dann ja. Ist das richtig? Wir haben die Schräge, die seitlichen Schrägen. Seitlichen Schrägen, die dann nach unten gehen. Ich kann mir gerade gar nicht wirklich vorstellen, wie das aussieht. Wir probieren mal erstmal ein bisschen rum. So, das heißt, machen wir einfach mal so zwei lang. Ist ja quasi hier eine kleine Variation drin in der Brücke. Ist auch ganz geil. So, hier nur eins, weil es dann ab hier immer zwei sind. Hier gehen wir wieder ein bisschen noch rein. Damit es so aussieht, als wenn die Brücke hier aufliegt. Was ja durchaus Sinn macht. Ja, so ist richtig. Hier hinten geht sowieso unter den Boden. Da ist also auch noch auch in Ordnung. So, jetzt machen wir hier. Einmal kurz. Hier sind zwei, drei. Eben sind hier drei. Das heißt, hier müssen drei sein, nicht zwei. Dummer Ronny. So, und danach geht es dann einfach so weiter wie bei den anderen Rücken auch. Wir müssen hier noch eins runtergehen. Ach so, halt, hier sind zwei. Die müssen wieder weg. Sind die auch falsch. Okidoki. Das heißt, Klartext hier wird erstmal.
Jetzt bin ich verwirrt. Genau, hier wird einfach, genau, so, der Farb halt. Und die wird dann so mit dem Schuh draus. Und hier drunter wird dann so fortgeführt. So, jetzt wird die noch verbunden. Das alles nur, damit die Statik einigermaßen realistisch ist. So. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und jetzt kommt der spaßige Teil. Und ich habe keinen Plan, wie das aussehen wird. Hier müsste auf jeden Fall erstmal ganz normal sein. Ungefähr bis da. Hier ist der Mittelteil auch normal. Und jetzt kommen die Ecken. Und die wären richtig spannend. Deshalb würde ich mal sagen, machen wir die in der nächsten Folge. Ja. Cliffhanger. Bis dann.